Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich die Bibel lese und euch damit zeige, wie man die Bibel liest. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben die letzten Wochen Markus 14, 1 bis 52 gelesen und lesen jetzt weiter ab Vers 53. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und zu liken. Damit helft ihr mir aus und ihr verpasst kein weiteres Video mehr. Aber starten wir. 53. Jesus wurde zum Haus des Hohenpriesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Petrus folgte ihnen im weitem Abstand und schlich sich durch das Tor in den Hof des hohepriesterlichen Palastes. Eine Weile saß er bei den Wachen und wärmte sich am Feuer. Währenddessen versuchten die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat, Zeugen zu finden, die gegen Jesus aussagten, damit sie ihn zum Tode verurteilen konnten. Doch alle ihre Bemühungen waren vergebens. Zwar sagten viele falsche Zeugen gegen ihn aus, aber sie widersprachen einander. Schließlich standen ein paar Männer auf und behaupteten: Wir haben gehört, wie er sagte, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören und in 3 Tagen einen neuen bauen, der nicht von Menschen erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Da stellte sich der Hohepriester vor die anderen hin und fragte Jesus: Willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Jesus gab keine Antwort. Der Hohepriester fragte ihn: Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Jesus antwortete: Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte: Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tod. Einige begannen Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen und schlugen ihm mit den Fäusten ins Gesicht. Du Prophet, wer hat dich gerade geschlagen? Höhnten sie. Und selbst die Wachen prügelten auf ihn ein, als sie ihn abführten. Jesus wird hier abgeführt, wird zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten und den wichtigen Männern geführt. Und dort muss er sich verteidigen. Was er natürlich nicht wirklich muss, weil er ja nichts falsch gemacht hat. Und dann gehen sie raus und versuchen noch Zeugen zu finden. Irgendwas gegen ihn zu finden. Irgendwas, was sie nutzen könnten, um ihn zu verurteilen. Um ihn zum Tode zu verurteilen. Aber bis auf ein paar Lügner, bis auf ein paar falschen Zeugen, die einfach irgendwas erzählt haben und sich widersprachen, gab es niemanden, der irgendwas gegen Jesus aussagen konnte. Es gab zwar Leute, die sagten: Hey, er hat mal was gesagt von, er wird einen Tempel zerstören und es in 3 Tagen wieder aufbauen, aber das war kein Grund, ihn zum Tode zu verurteilen. Wir lesen auch weiterhin, dass Petrus, unser beliebter Petrus, immer noch hinterherlief und ihn sozusagen noch nicht verraten hat. Aber, wie wir Jesus ja gehört haben, das wird noch kommen. Und dann wird Jesus weiter befragt und befragt und befragt und befragt. Und dann wird er gefragt: Hey, warum sagst du nichts? Also erstens, du kannst hier doch, wenn du irgendwas dagegen sagst, so vielleicht kommst du ja wieder frei. Aber Jesus wusste: Hey, nein, ich muss hier hin. Außerdem gibt es wieder eine Prophezeiung, wo es heißt einfach, er tat seinen Mund nicht auf. Und genau so tat er seinen Mund hier nicht auf. Aber als eine Frage wurde gefragt, und zwar: Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Denn die Juden wussten, dass er kommen wird oder dass es diese Person gibt, dass es den Christus geben wird, der Sohn Gottes. Und er fragt: Bist du das? Und Jesus antwortete wieder mit: Ich bin es. Und dieses Ich bin es ist nicht einfach nur Ich bin es, ja, ja, klar, hey, peace, ich bin es, sondern die Worte, die Jesus hier sagt, sind
ego eimi. Und das sind die Worte, und die Juden wussten das auch, die Gott selber im brennenden Busch zu Mose gesagt hat, als er gefragt hat, hey, was soll ich denn sagen, wie du heißt? Und Gott sagt in diesem Augenblick, ich bin, der ich bin. Und genau diese Worte sagt Jesus hier auch. Und das wäre ja Gotteslästerung, wenn du genau das sagen würdest, was Gott gesagt hat und das auf dich beziehst, wäre es Gotteslästerung. Und deshalb sehen wir, dass der Hohepriester seine Kleider zerreißt und sagt, hey, das ist ein Grund, ihn zu Tode zu verurteilen. Denn er sagt selber von sich, dass er Gott ist oder auf derselben Höhe ist wie Gott. Und Jesus zitiert hier auch nochmal die Stelle in Daniel, wo der Menschensohn auf den Wolken zur Rechten Gottes sitzt und auf den Wolken wieder runterkommt. Und genau das ist alles in Augen des Hohepriesters Gotteslästerung. Und es wäre auch Gotteslästerung, wenn Jesus nur ein Mensch ist, was wir ja wissen, dass er es nicht ist, sondern er ist Gott, höchstpersönlich, in menschlicher Gestalt. Aber das hat ihn gereicht. Das hat ihn gereicht, um ihn zu Tode zu verurteilen. Also eigentlich können wir auch verstehen, dass die Juden da, die an hoher Stelle stehen, eigentlich nicht so viel Macht haben, wie sie gerne hätten. Also klar, sie können sagen, hey, wir Juden verurteilen ihn zu Tode, aber auch die Juden hatten nicht so viel Macht, denn sie waren ja immer noch unter den Römern und die würden wirklich den zu Tode verurteilen oder halt auch nicht. Und das sehen wir auch später, wenn wir weiterlesen, dass, ja klar, die Juden können da kommen mit ihrer Religion, aber die Römer selber, sie werden entscheiden, was sie mit Gefangenen tun oder nicht. Aber wir sehen auch hier schon, dass sie schon anfangen, ihn zu schlagen, ihn zu verprügeln und ihn anzuspucken und ihn zu verhöhnen. Wir sehen das schon, obwohl er noch nicht wirklich verurteilt wurde. Und es ging ja auch nie darum, irgendein faires Gericht hier zu halten, sondern es ging einfach nur darum, etwas zu finden, um ihn zu Tode zu verurteilen. Und das haben sie jetzt anscheinend gefunden und deshalb geht es jetzt volle Kanne auf, hey, guck, wir dürfen ihn töten, wir sind im Recht, wir dürfen ihn töten. Er hat Blasphemie getrieben, er hat von sich selber behauptet, dass er Gott ist oder auf der Höhe von Gottes ist, wir dürfen ihn jetzt töten. Und das ist das alles, was sie gebraucht haben, um Jesus zu verurteilen. Und jetzt geht es weiter. In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Eine von den Dienerinnen des Hohepriesters bemerkte ihn, als er sich am Feuer wärmte. Sie sah ihn näher an und sagte, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin sah ihn dort stehen und sagte zu den anderen, dieser Mann da ist auch einer von ihnen. Und wieder bestritt es Petrus. Kurz darauf sagte auch die Umstehenden zu Petrus, du musst auch einer von ihnen sein. Du kommst doch auch aus Galiläa. Und Petrus erwiderte, ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Das ist brutal. Es ist traurig zu hören, was mit Petrus hier passiert. Und man kann richtig mitfühlen, was er durchmacht. Hier geht es ja auch um Leben und Tod. Aber was haben wir von Petrus gehört? Petrus hat gesagt, hey, egal ob ich sterbe, egal ob ich mit dir sterben werde, ich werde dich nicht verleugnen. Aber Jesus hat das auch schon vorher gesagt und hat gesagt, bevor der Hahn zweimal krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und genau das passiert hier. Petrus wird erkannt und wird gesagt, hey, du gehörst doch zu Jesus. Er sagt, nee, gehöre ich nicht zu Jesus. Und das dreimal. Beim dritten Mal sogar schwört er auf Gott.
Obwohl wir doch gelesen haben, dass dein Nein ein Nein sein und dein Ja ein Ja. Also sag die Wahrheit. Und Petrus sagt nicht die Wahrheit und verleugnet Jesus das dritte Mal. Und genau dann kräht der Hahn zum zweiten Mal. Und dann bricht Petrus zusammen und fängt an zu weinen, denn er fühlt sich ertappt. Aber er schämt sich natürlich für das, was er gerade getan hat. Und ich kann da nur mitfühlen, so wie oft habe ich Gott, wie oft habe ich Jesus verleugnet? Natürlich nicht in dem großen Beispiel, wie Petrus es hier tut, aber auch ich war nicht immer 100% Jesus. Auch ich habe mich nicht vor die Kamera getraut und zu sagen, hey, ich gehöre zu Jesus. Wie lange habe ich schon YouTube-Videos gemacht, aber nie gesagt, dass ich Jesus nachfolge. Und deshalb kann ich es voll nachvollziehen, wie Petrus sich hier fühlt. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch alles mitgeben heute. Nächstes Mal geht's weiter mit Markus Kapitel 15. Falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt sie doch unten in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, das hilft mir auf jeden Fall, die Message weiter zu verbreiten. Aber ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Halt, bevor ihr geht, ich habe hier noch zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist von allen anderen Markus-Kapiteln, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Und hier ist ein anderes, interessantes Video. Klickt doch einfach mal drauf.